11 Freunde sollt ihr sein. So auch bei den Jungstörchen der SG Frisch auf Briesen. Kontakte knüpfen, kicken, Tore schießen. Gerade im Dorf ist der Fußballverein die wohl wichtigste Anlaufstelle für junge Menschen. Das alles ist nur mit viel ehrenamtlichem Engagement möglich. Und auch die baulichen Bedingungen müssen stimmen. Sowohl die Mehrzweckhalle als auch das Stadion nebenan wissen jedenfalls zu überzeugen. Und im Sportlerheim lassen sich die Spiele dann bei dem ein oder anderen kühlen Getränk bestens auswerten. Die Heizung und die sanitären Anlagen sind allerdings in die Jahre gekommen und werden aktuell saniert. Während in der Kabine noch eine neue Bank fehlt, erstrahlt die Dusche schon jetzt in frischem Glanz. Die Duschräume, die sanitären Anlagen sind in etwa kurz nach der politischen Wende, also 1990, 1991, 92 entstanden. Das ist über 30 Jahre her und da wurde vielleicht auch manches, ich sag mal, das Geld sieht man immer hinter der Wand erst, also Isolierung und solche Dinge, das wurde jetzt alles gemacht, damit die Sportler auch schimmelfrei zum Beispiel duschen können. Bei der Sanierung wurde die SG Frisch auf Briesen vom Land Brandenburg unterstützt. Ministerpräsident Dietmar Woidke kam persönlich vorbei und überreichte einen symbolischen Förderscheck in Höhe von 45.000 Euro. Das Geld stammt aus dem Goldenen Plan Brandenburg, dem mit 25 Millionen Euro größten Förderprogramm für den Breitensport im Land. Woidke betonte, dass mit der Förderung zugleich das große ehrenamtliche Engagement der Briesener gewürdigt wird. Es war insgesamt die 100. Zuwendung aus dem Goldenen Plan. Das ist ja gerade für kleinere Vereine wahnsinnig schwierig, eine solche Halle, in der wir uns hier befinden, aufrechtzuerhalten, die Investitionen, die immer wieder sein müssen, auch dann zu stemmen, die finanziellen Mittel aufzubringen. Und da hilft uns der Goldene Plan. Und ich bin froh und dankbar, dass wir gemeinsam mit dem Landessportbund, Andreas Gerlach, der Geschäftsführer, ist ja heute auch mit hier, es geschafft haben, in den letzten Jahren doch eine große Stabilität zu haben, auch was die Förderung und Unterstützung betrifft. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Martho Kosig begleiteten die Scheckübergabe mit sorbischen Liedern und Tänzen. Das war kein Zufall, denn von der Sanierung des Sportlerheims profitiert nicht nur der Fußballverein. Im Ortskern wollen die Briesener künftig noch näher zusammenrücken und verschiedene Interessen sollen einen gemeinsamen Raum finden. Das ganze Gelände, in dem wir uns hier befinden, das soll mal ein sogenannter Campus Briesen werden mit der Grundschule Martho Kosig und dem integrierten Hort. Dann haben wir das Feuerwehrgebäude, das zum Beispiel umgebaut werden soll zu einem multifunktionalen Gebäude. Die Mehrzweckhalle, die wir schon errichtet haben, die wird vielleicht eine Erweiterung bekommen und ja, diese Sportplatzanlagen, die dann vor allen Dingen dem Fußball zwar dienen, aber auch für zum Beispiel Außenveranstaltungen der Gemeinde und anderer Vereine genutzt werden. Das sind große Pläne für einen kleinen Ort wie Briesen, die nur durch den Zusammenhalt der Bevölkerung verwirklicht werden können. Und vielleicht gibt es ja künftig noch weitere Unterstützung von außen.